Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Wir widmen uns heute einem Thema, das von falscher Seite durchaus mal als esoterisch, als weltfremd abgestempelt wird. Aber wir sind heute da, um zu zeigen, das ist wirklich eine Fehleinschätzung, und zwar im Punkt Musiktherapie. Mein Name ist Martin Hammerl. Mein Gast zum Thema Musiktherapie heute ist Primardoktor Nikolaus Steinhoff. Er ist der ärztliche Direktor im Neurologischen und Neurorehabilitationszentrum Kitzsee. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Herr Doktor, ich zitiere jetzt mal freihändig von der OptimaMed Homepage. Musiktherapie hilft Patientinnen und Patienten unter anderem körperlich zu aktivieren oder zu entspannen, begleitet sie bei der psychischen Krankheitsbewältigung und kann sozial-kommunikative Fähigkeiten fördern. Das klingt sehr, sehr vielversprechend. Wie beurteilen Sie als Neurologe die Möglichkeiten der Musiktherapie? In Wirklichkeit ist die Musiktherapie eine der ganz wenigen Möglichkeiten, Zentren im Gehirn miteinander zu verbinden. Das einzige Problem, das dabei existiert, ist, dass es eben ein sehr individueller Zugang ist, weil jeder bestimmte Musik anders verarbeitet. Und aus dem Grund ist es auch ganz wichtig, dass ein Musiktherapeut die Möglichkeit hat, auf den Patienten individuell einzugehen und die Zentren, die eben durch eine Verletzung des zentralen Nervensystems nicht mehr so gut funktionieren, über die Musiktherapie mit anderen Zentren zu aktivieren. Zu den verschiedenen Arten der Musik und wie das aufgenommen wird, dazu kommen wir gleich noch. Meine Frage hier ist jetzt, was muss ich denn haben, woran muss ich leiden, unter Anführungszeichen wirklich, dass Sie sagen, als Neurologe, da wäre jetzt mein Therapiemittel der Wahl die Musiktherapie. Wofür ist das geeignet? Also da gibt es unterschiedliche Ansichten. In Wirklichkeit ist es so, dass eine Musiktherapie ganz speziell bei Leuten, die schwerste neurologische Defizite haben, eingesetzt werden kann, um hier eben zu versuchen, das Gehirn in seiner Funktion so weit zu bringen, dass eine Kontaktfähigkeit, falls diese verloren gegangen ist, wieder herzustellen. Und das andere ist, dass natürlich jegliche Verletzung des Gehirns profitiert. Also das Wiederaktivieren von verletzten Arealen des Gehirns davon profitiert, musiktherapeutisch betreut zu werden. Ganz spannend ist es auch in der Behandlung von Morbus Parkinson. Hier können Parkinson-Patienten zum Beispiel, die sich nur ganz schwer bewegen können, musiktherapeutisch wieder zum echten und lockeren Tanzen gebracht werden. Nicht nur bei Musik hören, also Tanzmusik hören, sondern auch eben in der Musiktherapie. Und das mit dem Ziel, die Bewegung im Parkinson auch längerfristig positiv beeinflussen zu können. Das heißt, Parkinson, Sie haben erwähnt, neurologische Geschichten, das heißt, da sprechen wir zum Beispiel von Schädel-Hirn-Traumen oder Schlaganfall zum Beispiel, um konkrete Beispiele zu nennen. Schlaganfall ist eine sehr häufig vorkommende neurologische Erkrankung, wo die Musiktherapie sehr gut eingesetzt werden kann, und ganz speziell klarerweise auch das Schädel-Hirn-Trauma, wo ja verschiedenste Zentren des Gehirns auf einmal verletzt werden und die funktionierenden Areale dann eben über die Musiktherapie wieder vernetzt werden können. Gut, versuchen wir es darzustellen. Stellen wir uns vor, wir kommen in einen Raum, wo jetzt Musiktherapie stattfindet. Wie funktioniert das in der Praxis? Was passiert da? Wird da musiziert? Was macht der Therapeut da mit dem Patienten? Also da gibt es den Zugang, den mehr passiven Zugang, wo eben der Patient, der sich jetzt zum Beispiel weniger gut bewegen kann, musiktherapeutisch mit einem Instrument bespielt wird und hier eingegangen wird auf die Reaktionen des Patienten, sozusagen als rezeptive Form. Dann gibt es eher den aktiveren Zugang. Hier wird auch mit Stimme und mit Instrument vermehrt auf eine Interaktion und ein Verbalisieren geachtet. Und dann gibt es natürlich noch den animativen Zugang, wo man wirklich auch mit Singen und mit Spielen, Instrumentenspielen versucht, vor allem die Kommunikation und den so diesen analytischen Teil zu erreichen.
von welchen Instrumenten sprechen wir da ungefähr? Ist das die ganze Bandbreite? Also man sagt natürlich gerne, also Musiktherapie ist immer, wird immer mit irgendwelchen Trommeln oder Klangschalen oder so in Verbindung gebracht. Das ist natürlich schon auf der einen Seite vorhanden, auf der anderen Seite kann man das auch, je nachdem, wie die Leute ansprechen, mit einer Gitarre, mit einem Klavier, mit einem Xylophon, mit einer Flöte, alles kann benutzt werden. Das Schöne ist ja, dass man eben vorher sehr wohl ganz genau erfragen kann, was jetzt für diese Patienten schön war und was nicht schön war und je nachdem, was man erreichen will, dann das entsprechende Instrument einsetzt. Gut, das heißt neurologisch gesehen, die Patienten kommen in die Musiktherapie und aktivieren dadurch Bereiche im Gehirn, gewisse, die vorher schwieriger zu verbinden waren, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Genau, man versucht also über die Musiktherapie diese Areale, die nicht mehr so gut funktionieren, also wo jetzt Zellen untergegangen sind zum Beispiel, so weit zu aktivieren, dass die Zellen, die dort noch vorhanden sind, besser aktiviert bzw. auch im Einsatz dann klarer darstellbar sind. Vor allem, wenn Sie sagen, rezeptiv, das heißt, die Leute hören Musik. Jetzt ist das ja das ein normaler Vorgang im Alltag, dass ich sage, ich drehe mir bestimmte Musik auf, um mich zu motivieren oder wieder runterzuholen oder so. Ist das dann schon eine Form von Musiktherapie oder unterscheidet sich dann doch das komplett von dem, worüber wir heute sprechen? Also es ist sicherlich eine Form von Therapieren, ja, aber Musiktherapie an sich wird dadurch definiert, dass es einen Therapeuten gibt. Und dieser Therapeut stellt sich in seiner Therapie mit dem, was er benutzt, an Instrumenten oder Klangschalen auf den Patienten ein und schaut, wie der Patient auf das, was er tut, reagiert, um in eine Richtung arbeiten zu können. Also zum Beispiel kommunikationsfördernd oder anregend, ja, den Patienten oder vielleicht sogar in die Richtung, dass man versucht, jetzt ein ausgefallenes Zentrum wirklich aktiv mit einzubeziehen. Das ist da wirklich dann ansteuerbar, okay. Muss ich musikalisch sein? Also muss ich da irgendwie schon Gespür haben für Noten, für Instrumente, um Musiktherapie nutzen zu können? Also als Patient ist das überhaupt in keiner Notwendigkeit. Man muss nur, also muss, man sollte das auch gerne machen wollen. Ja, wenn man es vollkommen ablehnt, ist es natürlich schwierig. Aber wenn man sich denkt, schauen wir mal, oder das ist ja sicher auch was Nettes und das macht Freude, dann ist das schon gut so. Und man muss auch sagen, das wird von den Patienten immer mehr nicht nur geschätzt, sondern auch verlangt. Also es gibt jetzt mittlerweile auch schon Patienten, die zu uns nach KC kommen und die sich das wünschen. Die sagen, Musiktherapie ist, das hat mir schon einmal sehr geholfen, auch bei euch, also in KC schon einmal sehr geholfen, das wollen sie wieder haben. Umgekehrt würde mich dann schon interessieren, ist es vielleicht ein Hindernis, wenn ich zu musikalisch bin, wenn ich vielleicht schon Konzertpianist bin, jetzt im Extremfall, dass ich dann Musiktherapie vielleicht gar nicht so nutzen kann, wie sie ein Mensch nutzen könnte, der mit Musik nicht so viel zu tun hat? Nein, also das ist nochmal, das ist so ein individueller Zugang. Ja, das ist natürlich, man arbeitet wahrscheinlich als Therapeut dann auf einer anderen Ebene, ja, aber trotzdem und vielleicht dann sogar noch mehr hat man davon, weil man natürlich mit dieser Musik wahrscheinlich mehr anfangen kann als jemand, der der jetzt nicht so erfahren ist mit den Noten und mit den, da gibt es ja dann wesentlich mehr Zugänge und noch mehr Aktivierung als bei anderen. Was mich interessieren würde bei der Funktionsweise des Gehirns wirklich, Musiktherapie wird auch und insbesondere in Situationen genutzt, wo verbale Kommunikation schwierig ist. Ja? Sei es, weil der Patient, die Patientin durch Demenz nicht mehr sprechen kann, sei es durch einen Schlaganfall zum Beispiel. Warum funktioniert da anscheinend noch ein Verständnis für Musik, wenn die Sprache schon nicht mehr funktioniert? Also da gibt es auch unterschiedliche Zugänge dazu, auch innerhalb der Musiktherapie. Es ist natürlich schon so, muss man jetzt sagen, auch wenn jetzt das nicht sehr gerne gesehen wird und dass man von Musik als Sprache spricht, ja, aber es ist schon so, dass es sind emotionale Symbole, die da passieren. Ja. Und diese Symbole sind natürlich individuell unterschiedlich und um die kommt man nicht herum. Ja. Wenn ich jetzt aufgewachsen bin mit einer Schlagermusik, dann ist das für mich etwas, was meine Kindheit symbolisiert. Und wenn ich aufgewachsen bin mit klassischer, nur mit klassischer Musik, dann ist das etwas, was
auch wieder meine Kindheit signalisiert, wobei aber dann die Schlagermusik wieder zu einem, also das jetzt als Polarisierung ohne Aussage natürlich, aber das sind halt unterschiedliche Musikarten, die dann auch wieder mit Emotionen verbunden sind. Und das, deswegen ist dieser individuelle Zugang so wichtig. Und den kriegt man wieder nur aus der Anamnese heraus. Und dann kann man aber mit dem arbeiten und emotional die Patienten, an die Patienten besser herankommen. Ja. Speziell natürlich auch bei denen, die jetzt aus einer normalen Kommunikation herausgefallen sind, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, da gibt es eigentlich keine allgemeinen Aussagen. Das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Beim einen komme ich mit Trommelmusik durch, beim anderen mit einem schönen Klavier und muss da anders arbeiten. Auf alle Fälle. Also erinnern Sie sich, wie Sie zum ersten Mal einen Indianerfilm gesehen haben und diese Indianer zu Trommelmusik mit diesem rhythmischen Gesang getanzt haben. Ja, und das sind Geräusche, die man eigentlich nicht mehr vergisst. Und je nachdem, in welcher Situation man das zum ersten Mal gesehen hat, diese Situation kommt immer wieder zurück. Also man kann diese Erinnerung, die verschiedensten Erinnerungen durch die Musik eben aktivieren. Und das ist ja mit auch das Ziel, dass man hier Zugang zu Emotionen findet über diese Erinnerung und damit dann die Leute in einer gewissen Situation abholen kann. Vielleicht hört uns ja gerade jemand zu, der von diesem Bereich noch nie gehört hat und sich jetzt denkt, boah, das gefällt mir eigentlich, ich möchte Musiktherapeut werden oder Musiktherapeutin. Gibt es da eine standardisierte Ausbildung? Wie ist denn das in Österreich? Natürlich, es gibt verschiedene Schulen, also zum Beispiel in Krems, in Wien, also in Graz gibt es auch, das in Innsbruck natürlich, wo die Musiktherapie gelehrt wird und wo man sich je nachdem, da muss man sich erkundigen in der Schule, was man da für Voraussetzungen braucht. Aber das ist eine standardisierte Bachelor- und Masterausbildung. Gerade im neurologischen Bereich gibt es ja laufend neue Erkenntnisse. Die Musiktherapie ist da keine Ausnahme. Wie ist da aktuell so der Forschungsstand? Was passiert da vielleicht gerade auch? Also ich glaube, in der Musiktherapie kann man jetzt also neurologisch sehr gut so Grundlagenforschung auch betreiben. Ja, also wie die Musiktherapie auch das Gehirn beeinflusst. Also es wurde zum Beispiel dargestellt in Österreich erstmals, dass die Musiktherapie auch bei Schwerstbetroffenen wirklich aktiviert verschiedenste Gehirnareale. Das wurde dargestellt und es wird gearbeitet vor allem auch am richtigen Zeitpunkt, wo man eben auch über EEG, also durchaus richtige Technik, zeigt, wie und wann man Musiktherapie am besten einsetzt und beginnen kann. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Vielen Dank für diesen Überblick über die Musiktherapie an Dr. Nikolaus Steinhoff. Danke fürs Gespräch heute. Sehr gerne. Ja, und ich hoffe, dass wir Ihnen da einen Einblick geben können haben in die verschiedenen Wirkungsweisen der Musiktherapie. Da gibt es ja doch viele, viele Möglichkeiten. Und bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed.